Einfach leuchten macht mein Leben reicher. Herzlich willkommen bei Angedacht mit Rüdiger Penzek. Entschleunigen, glauben, reden, leben. Es ist jetzt gut eine Woche her, da hatten wir hier bei uns im Straßenzug ein plötzlichen Stromausfall, aber was soll ich sagen, Stromausfälle sind meistens plötzlich, aber sie haben eben halt nicht nur unser Haus betroffen, sondern direkt die ganze Siedlung. Es war so, glaube ich, gegen 21:45 und auf einmal zack, Fernsehscreen aus, alles im Haus aus, schlagartig dunkel, draußen die Laternen, alles potteschwarz. Menschen rannten zu ihren Haustüren, rissen sie auf, winkten sich über dunkle Straßenzüge zu und riefen sich zu, bei dir auch, alles dunkel. Ja, alles dunkel, kein Strom, alles dunkel. Leute riefen bei ihrem Energieversorger an, keine Bandansage war geschaltet. Man kam auch nicht durch, weil tausende Leute anriefen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Und dann machten die Leute wohl das, was eigentlich total sinnvoll ist und das Erste, was man machen sollte. Die Menschen zündeten Kerzen an und so haben wir das auch gemacht. Anfang November Kerzen anzünden. Wie schön ist das? Es ist noch nicht Advent, aber man hat so ein heimeliges Gefühl. Überall brennen Kerzen in der Wohnung. Einfach leuchten lassen macht mein Leben reicher. Und dann dachte ich mir so, ja Mensch, bei den Kerzen ist das so einfach. Wie wäre es, wenn das bei uns Menschen genauso wäre, dass wir das Licht, von dem ich glaube, dass es jeder in sich hat, wenn wir das einfach leuchten ließen. Ich glaube, jeder hat eine Energie in sich, jeder hat eine Leuchtkraft in sich, jeder hat eine Begabung in sich. Und wie wäre es, wenn wir die einfach leuchten lassen würden? Wenn wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, uns klein machen, uns demütig machen, unser Licht nur für uns behalten, sondern wenn wir das Licht auf den Leuchter stellen und es einfach leuchten lassen. Jesus hat einmal zu seinen Freunden gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Und dann hat er weiter gedacht und gesagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen. Lasst euer Licht leuchten zum Nutzen der Menschen und zur Ehre Gottes. Ich finde das immer wieder gut, diese Worte zu lesen und sie mir zu Herzen zu nehmen und daran zu glauben, dass in jedem Menschen ein Licht brennt und wie wäre es, wenn wir das Licht miteinander teilen. Soweit meine Gedanken am Anfang dieser Woche. Ich wünsche euch eine gute Woche, lasst euer Licht leuchten und nächste Woche gibt es dann wieder ein neues Angedacht hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis dahin, tschüss! Das war Angedacht mit Rüb, was dein Leben reicher macht. Auf bald!